Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Dienstag, 26. Februar. Der Text für den heutigen Tag steht in 2. Timotheus 3, die Verse 16 bis 17, und ich lese nach der Neues Leben Bibel. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Laut einer Meinungsumfrage aus dem Jahr 2011 lesen in Deutschland wenige Menschen in der Bibel. Nur 13% lesen sie wenigstens hin und wieder, während 87% selten oder nie zur Bibel greifen. Vor allem die jüngeren Menschen schlagen sie kaum noch auf. In der Schweiz sind es nach einer Umfrage im gleichen Jahr noch 15%, die in der letzten Woche wenigstens einmal in der Bibel gelesen haben. Dass nur noch wenige Menschen die Bibel lesen und kennen, führt zu gewaltigen Wissenslücken in der Gesellschaft. Bibelleser wissen mehr. Wäre die Bibel ein Buch wie jedes andere, wäre das nicht so folgenschwer. Dann wäre dieser Andachtskalender bzw. dieses Andachtsbuch in etwa mit den vielen anderen Abreißkalendern vergleichbar, die Zitate oder Sonstiges in appetitlichen Häppchen verbreiten, um das Allgemeinwissen der Leser zu erweitern. Die Bibel erhebt allerdings einen Anspruch, der uns große Aufmerksamkeit abverlangt. Wie unser Andachtstext ausführt, will sie uns zeigen, wie wir gerecht und in Übereinstimmung mit Gott in dieser Welt leben können. Dieser Text kann richtungsweisend für unser ganzes Leben werden. Es werden alle Themen angesprochen, die für ein wirklich lebenswertes Leben entscheidend sind. Wir erfahren daraus Wesentliches über unsere Herkunft, den Sinn unseres Daseins und auch über die Zukunft und über das Leben nach dem Tod. Die Bibel zeigt uns unmissverständlich, wie es um uns steht, wo Schuld in unserem Leben ist, aber auch den Ausweg aus Sünde und Gebundenheit, nämlich Jesus Christus als den Erlöser. Aus diesem Grund können wir nicht früh genug damit anfangen, auch unsere Kinder in altersgerechter Form mit diesem Buch vertraut zu machen. Darüber sprach sich Paulus lobend aus. Von Kindheit an bist du, Timotheus, in der Heiligen Schrift unterwiesen worden, und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Wohl jedem, der sich täglich Zeit nimmt, um sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Klaus Schulz.